Hallo meine lieben Leute, wir sind heute wieder bei einem Update-Video gelandet über Super 73 RX. Ich habe, wie im letzten Video ja schon gesagt, mich entschieden für die RX-Version. Hab dann tatsächlich einen Laden gefunden in Deutschland, weil die Super 73-Seite, die tut nicht shippen, also beziehungsweise liefern nach Deutschland, sondern nur nach Frankreich, Belgien und Luxemburg, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau die drei. Stupid! Ja, und hab dann gedacht, ja cool, wie komme ich an so eine ran? Aber ich habe dann tatsächlich viel recherchiert und der beste Anbieter ist E-Bike Warehouse. Die sitzen in Düsseldorf, also falls ihr Interesse habt, checkt gerne die Seite ab. Ich verlinke die unten. Sind super coole Dudes, sehr coole Leute, hab mit denen telefoniert und die würden euch dann quasi das Bike bestellen und sogar nach Hause liefern dann. Was auch sehr cool ist, ist zum Beispiel, die bieten auch Klarna an, wie auf der Website von Super, dass ihr quasi monatlich zahlen könnt und halt noch eine andere Methode, wie ihr Raten zahlen könnt. Ich habe für mich das da mal umgerechnet, wie es ist, wenn ich jetzt Raten zahle. Und für das Modell, was ich halt möchte, sind ja 5K. 200 Euro monatlich für 2 Jahre Ratenzahlung oder 400 Euro pro Monat für eine Ratenzahlung, die 1 Jahr lang dauert. Das ist halt schon gut Cash. Ich habe kurzzeitig gedacht, mein Traum geht down und ich könnte jetzt wieder ein bisschen emoen. Are you okay? Actually, I'm not okay. Matt, no! I am trying to have a... Und dann war ich so verzweifelt und habe dann einfach in eBay Kleinanzeigen geschaut. Da, wo ich meistens bin, wenn ich auch Equipment verkaufe. Ich habe tatsächlich da nichts gefunden. Aber eine Woche später, als ich dann wieder reingeschaut habe, waren auf einmal S2-Modelle drin und RX-Modelle. Ich weiß nicht, was ich eingegeben habe am Anfang, aber auf jeden Fall habe ich 2, 3 Modelle gefunden, die mich super interessiert haben und die waren dann auch günstiger. Natürlich sind die jetzt schon 1,5 Jahre alt oder auch 2 Jahre, haben aber bis zu 700 Kilometer runter, was eigentlich wie neu ist. Und deswegen dachte ich mir, nach 1, 2 Nächte schlafen, warum hole ich mir kein gebrauchtes? Weil dann wird es auch nicht wehtun, wenn 5000 Euro Worst Case Scenario geklaut werden sollte. Und ja, ich bin dann tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, ich denke, ich hole mir eine RX gebraucht und habe dann auch eine geile gefunden, die mir super getaugt hat, auch von Farbe her. Also die ist halt ganz simpel und grün ist sowieso so mein Favorite Color. Vor allen Dingen so Forest Green, so ganz dunkles. Und habe mich dann tatsächlich verliebt in dieses Modell. Ich werde jetzt demnächst, also in 4 Tagen genau, eine Besichtigung haben, mir das Ding, das gute Stück anschauen und wenn das mir super taugt und auch alles super stimmt, dann würde ich das Ding auf jeden Fall gleich mitnehmen. Ja, was mir super taugt an das Modell ist, es hat diese große Tasche für den Innenrahmen und die ist komplett ausverkauft. Die wollte ich eigentlich auch holen, aber dann dachte ich mir, okay, ich will vielleicht doch einen Upgrade machen mit einem zweiten Akku für längere Reichweiten und bibabub. Aber jetzt bekomme ich quasi die Tasche noch dazu. Also, optimaler geht's ja gar nicht, oder? Das ist doch nicht mehr normal. Ich bin super excited. Ich werde euch updaten oder beziehungsweise up to date halten. Vielleicht werde ich sogar so einen kleinen Vlog drehen, wenn ich das gute Stück abhole und Probefahrt fahre und alles Mögliche. Ja, Leute, ich habe richtig Bock auf das Bike. Und wenn es dann erstmal kommt, dann bleibt es auch erstmal eingefroren bei mir, denn ich habe erst Plan, Ende dieses Jahr oder halt nächstes Jahr oder so ganz Step by Step die ganzen Tools zu kaufen, die ich einfügen möchte. Ich habe super Bock, Leute, und ich freue mich auf jeden Fall, euch da mitnehmen zu können auf dieser Reise mit dem E-Bike. Und wer weiß, vielleicht hat der eine oder der andere Bock auf so ein Super 73. Who knows? Und ich will auf jeden Fall da viele Infos geben. Ich werde auch da detailliert da reingehen, weil, wie gesagt, ich habe so viel recherchiert und ich habe da so wenig gefunden von. Vielleicht wurden mir auch so viele deutsche YouTuber gar nicht angezeigt, weil die noch so klein sind und haben da auch schon so detaillierte Videos gemacht. Aber ich habe das meiste eigentlich immer auf Englisch angeguckt. Und ich möchte euch da so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Details geben für die Leute, die ja auch interessiert sind und eventuell eine haben wollen.
Soll jetzt hier kein Bike-Kanal sein, Leute, ne? Deswegen relax, ja, kommt runter, Leute. Hier geht es immer noch um Community, ein bisschen sich austauschen, auch ein bisschen Entertainment und natürlich die Selbstständigkeit und Business, wie zum Beispiel Fashion und Filmmaking. Schreibt in die Kommentare, Leute, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder auf welches Videoformat ihr Bock habt. Schreibt das runter. Joint die Community, umso größer wir werden, umso mehr Spaß wird der Kanal dann machen. Supportet meinen Channel, spreadet den, damit die Leute den kennenlernen. Ich bin fertig mit der Welt.